am besten noch so mit so einem so einer Liveband an deinen Tisch. Ich finde das immer so ultra cringe, wenn das in irgendeiner Serie oder so in einem Film passiert. Und dann die beiden da so, oh, das ist so romantisch. Und die so, das ist so. Oh. Das Einzige, was ich da cool finde, ist Peter, wie er das macht. Peter und Geige spielen. Sehr geil. Gut. Wo waren wir? Auf einer Insel. Das ist schon mal gut. Wir wollten den da platt machen und dann haben wir eine Quest bekommen. Eine ziemlich coole, glaube ich. Wir sollten die ja. Ja. Mein Hirn, ne? Mein Hirn. Gib mir Money, genau. Gib mir Money. dann viel Spaß euch. Bis later, Dobbs. Bis dann, Flo. Viel Erfolg beim Lernen, ne? Ja, kurz vor Abschlussprüfung. Der Gute. So, genau. Wir waren bei der Quest, wo wir strategisch oder eben mit Kopf durch die Wand agieren konnten. Also entweder spartanisch oder rebellisch. Genau. So. Schule und so leider, ja. So. Ah, der Titel ist so süß. Wo Mutter ist, bin ich zu Hause. Tru. Darf ich vorstellen, Hades, Podarkes. Kyras Chaos. Kyra fragt in Cassandra 1, ob sie Athena in Verkleidung sei. Die Göttin der Strategen musste lächeln. Was? Aber das ist ja nicht die Quest, was wir gerade machen, ne? Das waren die beiden neuen. Waffenruf? Cassandra beim Niedermachen der Athena zu sehen, war wirklich eindrücklich. Als spartanische Verstärkung an den Strand strömte, lud Herodiahi, der Typ halt, sie zur bisher blutigsten Schlacht auf Mykonos ein. Okay. Ich frage mich aber gerade erstmal ganz viele Ausrufezeichen. Ich frage mich aber gerade, wo wir die nochmal treffen sollten für die Strategie da. Ihr wisst schon. Die Strategie. So, plus 2 Schaden ist echt nicht so wild. Oder so beeindruckend. So, Attentatschaden. Ah ja, stimmt. Die waren ja ziemlich gut, ne? Plus 10 Attentatschaden. 11 Attentatschaden. Aber 76 mehr Dingsda-Boomster Rüstung ist halt auch not bad. Not bad. Naja. Genau. Sarah oder Flo? Ja, Flo ist jetzt weg. Sarah, wo sieht man nochmal, wie viele Dinger man braucht von den Kultisten, bis man den Speer weiter auftunen kann? Irgendwo konnte man das nachschauen, aber ich hab's vergessen. I fucking forgot. Jante, die undurchdringliche. Said what she said. Gut. Bei den Quests. So. Bei den Quests. Warte, wo ist die Sperrquest? Hier. 7 von 9. Also ich brauche noch. Jetzt Peter einfügen bitte. Der dann so. Und dann, ja. Ihr wisst schon. Gut. Also, wo müssen wir jetzt hin? Wir haben der ja gesagt, so ja, wir machen mit.
bitte Peter-Sequenz einfügen. Du ja auch zu reden, ich will auch mal einen Joke machen. Okay, ich bin jetzt still. Den ganzen Stream lang. Oh Gott. Naja, manche mögen das ja, ne? Wenn der Streamer nichts sagt. Gut. Wo müssen wir jetzt hin? Also ist die Quest schon vorbei? Aber wir haben doch ja nur gesagt, wir haben doch zugesagt, dass wir strategisch vorgehen müssen. Oh Mann. Wieso habe ich ja mein Vergangenheits-Tobi, Mann. Der hat mich hier voll sitzen lassen. Ich glaube, das ist es. Sprich mit Kyra bei Tempel der Athenis. Ja, das ist gut. Dankeschön, Vergangenheits-Tobi. Das haben Vergangenheits-Ich so an sich. Das stimmt leider. In der Nähe ist das Ding. Ich brauche meinen Vogel gerade nicht. Ich finde es so schade, dass das dann nicht weggeht. Du gehörst nicht wirklich hierher, oder? Cassandra, wie schön, dass du da bist. Schön, dass du nicht wieder ein Messer auf mich wirfst. Ich weiß, du kommst von so weit her und ich bin so grausam zu dir. Oha. Tja, du warst nicht die Erste und bestimmt nicht die Letzte. Wir Delia sind ein nettes Volk. Oder wir waren es zumindest. Vor ihm. Podarkes. Dieser Mann jagt mich schon mein ganzes Leben. Ja, ich werde auch verfolgt. Ich hätte ihn längst umgebracht. Ja, machen wir mal das Erste, weil das Zweite ist so. Also, wenn ich hier der Chef wäre, hätten wir das Problem nicht. Naja. Podarkes und andere wie er wollen mich und meine Familie töten. Er ließ meine Familie hinrichten, als ich noch sehr klein war. Ich lebte auf der Straße, wurde von Jägern, Kriegern und Söldnern wie dir erzogen. Die sind jetzt meine Familie. Und eines Tages schieße ich einen Pfeil in sein schwarzes Herz. Einen für jede delische Familie, die er zerstört hat. Hast du so viele Pfeile? Dann lass uns diesen Jäger zum Gejagten machen. Und was machen wir mit seinen Wachen? Soldaten brauchen zwei Dinge. Ein Schwert in der Hand und Essen im Bauch. Nimm ihn das und das Problem ist gelöst. Die Kundschafter haben berichtet, dass Podarkes Vorräte und Waffen in den Ruinen auf Delos gelagert werden. Ich gehe nach Delos, suche die Lager und zerstöre sie. Herz allerliebst. Ich find's eigentlich so auch richtig, richtig lustig. Also, dass wir jetzt nicht ins Lager gehen und alle töten müssen, sondern halt wirklich strategisch vorgehen. Also so, dass er dann am Schluss komplett alleine dasteht. Also denke ich mal, dass es so passiert, aber ich habe keine Ahnung. Deswegen wollen wir mal schauen. Frech. Verfolgt. tu dieses blöde Schild aus meinem Rücken. Ja. Guten Tag. Ach, du bist ein Wolf. Was macht ein Wolf mitten in der Stadt? Alleine. Realistisch. Jetzt kriege ich dich, Podarkes. Oh! Ich muss darüber. Ich bin jetzt außer. Ich da. Gut. Dieser Ort wird schwer bewacht. Ich muss vorsichtig sein. Also, ich habe ganz strategisch einen nach dem anderen getötet. In der Tat, das ist auch strategisch. So, ich borge mir mal hier das Boot. Ich übernehme das Kommando. Hui.
So. Dim, 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 dim. Oh, bei mir steht gerade, Sarah, dass du online bist. Hallo? Hallo, Wal. Drückt mein Schiff einfach beiseite hier. Das ist Moby Dick. Warte, nee, Moby Dick ist, das Schiff, oder? Warte, Pequod? Pequod. Nee, Pequod war das Schiff und Moby Dick war der Wal, glaube ich. Ich werde nicht ohne dich Far Cry spielen, vielleicht nur ein bisschen. Ja, das darfst du. So, da. Benutze Feuer, um die Kriegsvorräte zu vernichten. Ui. genau, zerstöre die Waffenständer, um die Staatsstärke zu senken. Er hat Ständer gesagt. Gut. Das schüttet gerade so heftig. Ich bin froh, dass ich vorhin schnell gefahren bin und nicht die graue. Also, als ich die graue Wand gesehen habe. Oh, ich bin noch viel zu früh hoch. Blitzschutz. der Tobi ist auch schon echt legendär. So. Dum, bum, bum. So. Muss ich die ganzen Leute eigentlich töten? Wahrscheinlich wäre es halt praktischer, oder? Der Ort sieht wieder so geil aus. Ja, 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 ja. Yeah. Ja, ja. Geschossspitze. Kintos Ruinen. Dort finde ich Podarkes Waffen und Vorräte. Ach, schön. So, I'm a shark in the water. Don't come near me. I will eat you back. So. Oh ja, die schlafen ja alle. Das heißt, ich könnte. Podarkes Truppen werden hilflos sein. Ich könnte einfach alles machen, ohne jemand zu töten. Mal schauen, ob wir es schaffen. Also manchmal als Hintergrundmusik reicht wirklich solche Vorräte, keine Kampf. So Bass und bisschen Glockengeplimmel, sag ich mal. Das ist so cool. Voll die Atmosphäre hier. So. Ich will dir übrigens nicht die Illusion rauben, aber die Mission musste ich für Talitas auch machen. Na gut. Dann ignorieren wir mal unsere Illusion. Okay, ich glaube, hier komme ich nicht rein, ohne dass die mich sehen. Ich spreng mal unten dieses Gewürzfass. Vielleicht kommen die dann nach unten. Das wäre natürlich cool. So. Mit dieser Fackel zerstöre ich dieses komische Ding. Der weg. Ach, das haben sie nicht gecheckt. Ach, die haben einen tiefen Schlaf. Oder ignorieren einfach, dass da hinten gerade ein sowas explodiert ist. Okay.
Tut mir leid, ich muss dich leider töten. Und zwar mit kritischem Erfolg. Komm her, du. So. Dam. Da gerade im Schlaf, also der vor mir, sah gerade aus, als hätte der in der Nase gebohrt im Schlaf. Ach komm, sieht er jetzt? Also so Schilde, die rumliegen und riesen Blutlachen, checken die nicht, dass da irgendwas ist. Aber die checken, wenn da irgendein ein Füßchen rausschaut. Also ich muss schon sagen, dass es mich nicht, I don't care. So. Ich würde mal sagen, den erschießen wir ganz leicht. Ganz leicht. Nein! Das wollte ich nicht. Ja, vor dir. Guten Tag. Ja, ich bin hinter dir. Gar nicht übertrieben. Cassandra, du musst manchmal deine Mordlust in Zaum halten. Ja, eigentlich wollte ich einen normalen Schuss abgeben, aber dann habe ich einfach den Multi-Ultra-Ding genommen. Fackel bitte und bam. So. Eine Vorratskiste. Ich sollte sie möglichst unauffällig zerstören. Ja, tut mir leid. Das hättest du vorher sagen sollen, dass ich es unauffällig machen soll. Feuer. Der hat einen Dolch durch den Kopf bekommen und hat es überlebt. Das sollte reichen. Ich sollte Kyra von all dem unterrichten. Ja. In der Tat läuft bei ihm. Ja, also an sich, also mit Sneaky Peaky hätte ich es auch gerne gemacht. Und hier ist ein Grab. In der Tat, das ist ein Grab. Aber naja. Antike Stele finden. Wein aus Athen. Der wird Kyra sicher schmecken. Und wenn ich darüber nachdenke, mir auch. Oh. Sind hier wieder Fallen? Irgendwie habe ich ein leichtes Déjà-vu, aber irgendwie sah so ähnlich die andere auch aus. Naja, vielleicht hatten die beiden den gleichen Architekten oder so. Ich wollte gerade sagen, die beiden hatten... Also das andere... Der andere hatte ja... Schlangen da. Gut. So, noch eine Schlange? Nicht. Gut. Ah, da. Okay, komm. Okay. Sie ist tot. Okay. Dum. Ah, diese Schlange. Den kann man einfach nicht trauen. Ja,
Ja, hier geht's wieder runter. Das kenne ich irgendwoher. Na komm. Cool, überall Drachen drin. Und hier diesen Berg. Finde ich immer so lustig. So einen fetten Berg an Gold. Ein Goldstück. Ja, nicht. So. Aber das ist ja eigentlich meistens so. Guten Tag. Guten Tag. Willst du nicht runter? Hudu. Ist noch eine Stange hier? Ja. Sehr schön, noch eine Schlange. Alter, wieso sind hier immer so viele Schlangen? Also, ich meine, why? Söldnerkapuze? Da weiß doch jeder, dass ich Söldner bin. Skyrim hat da einen Mod. Da sind dann wirklich fette Goldberge und man sammelt richtig viel Geld ein und die Berge sind dann weg. Ja, ist halt auch realistisch, voll gut. Auch mit irgendwie fettes Paket an Munition und man bekommt irgendwie zwei Patronen oder so. Zum Glück habe ich Stahlfüße. Das ist hier zu Hause und du bist einfach eingedrungen. Ja, aber. Aber ja, wieso ist das hier zu Hause? Ich meine, hier gibt's doch nichts zu fressen. Oder sind hier Ratten? Ich find's ja lustig, dass zuerst die Stacheln so rauskommen und ich kann noch normal rübergehen und danach kommen ganz viele, also ganz große Stacheln raus. Ja, also ich habe krasse Schuhe an. Muss ich schon sagen. So. Naja, Stahlkappenschuhe. So. Gehen wir mal hoch. Sind wir jetzt wieder beim Eingang oder wo sind wir eigentlich? Also wir können noch hier reingehen. Das wäre eine Idee. Rührt sich nicht. Naja, doch. Naja, doch. Hat sich doch berührt. So, gerührt, nicht berührt. Oh, hallo Schlange. Oh, hier war ich schon. Ach, jetzt bin ich beim Eingang. Okay. Cool. So, aber hier muss es doch noch irgendwas geben. Irgendwo. Übrigens, eine Frage, hört man, wenn ich rede, die Vögel draußen? Weil ich habe gerade das Fenster offen. Und es könnte sein, dass die ein bisschen laut sind. Aber es könnte auch sein, dass ihr die nicht hört. Ach so, da. Feuer! Scheiße! Mann! Komm. Einfach ignorieren. Okay.
Habe ich null drauf geachtet. Ja. Wenn es passt ja auch zur Ambiente. Also jetzt gerade nicht, aber dann, wenn ich draußen bin. Okay, gut. Also man hört es schon. Alles klar. So. Gut. Dann wollen wir mal wieder raus, ne? Genau. Kehre zu Kyra zurück. Ich würde mal sagen, dass unser Vorhaben dann... Falsche Taste. Unser Vorhaben dann gescheitert ist, wenn du das dann auch mit den sexy Spartaner machen musstest. So.